Jo, was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist El Jeffe und ich bin der Moderator dieses Kanals. Vergesst nicht, an dieser Stelle direkt sofort meinen Kanal zu abonnieren und das Video zu liken. Let's go! Ja, in dem letzten Video habe ich euch meine Fortnite Reloaded-Sammlung gezeigt. Sie ist komplett. Das bedeutet, es fehlt jetzt Fortnite Series 1 und Series 2, die wir vervollständigen müssen. Fortnite Serie 1 haben wir schon bereits den Ordner. Wir haben es geöffnet und auch ein paar Karten gezogen. Fortnite Series 2 hat gefehlt. Da habe ich jetzt dieses schöne Prachtstück. Fortnite Serie 2 Mega Starter Pack. Auch hier befindet sich der Sammelordner drinne und ein paar Booster. Und ich würde sagen, das ganze Dinge rippen wir jetzt und schauen mal, was wir da drinne finden. Let's go, Fortnite! Ja, da haben wir das schöne Prachtstück Fortnite Series 2, Series 2, Mega Starter Pack. Auch hier befindet sich der Ordner drinne. Ich würde mal sagen, wir legen direkt los, um das Knister Knister zu umgehen. Dann haben wir es zack zack. So. Das war's auch schon. So, Fortnite Serie 2. Wir haben hier das Fortnite Serie 2 Trading Card Game Ordnerchen. Hier haben wir wieder diese Nummern. Und hier ist der Ordner. Dieses Mal sogar mit einer Checkliste der Sammlung. Die 2020 Panini Fortnite Serie 2 ist ein Set aus 250 Cards, 50 ungewöhnliche Outfits, 60 seltene Outfits, 60 epische Outfits, 30 legendäre Outfits und 37 Erntewerkzeuge und 13 Schauplätze. Ja, das hört sich nach einer ganzen, ganzen Menge Karten an. Ich weiß nicht, ob man das hier rausholen kann. Ach so, das ist schon alles. Okay, also hier 162. Ach ja, hier geht es noch weniger. Ah, okay. 189 Karten, 198 Karten, hier sind dann 200 und dann beginnen hier M1 und so weiter und so fort. Und hier auch nochmal. Ich weiß nicht, ob das alle sind, weil es gibt ja auch noch Crystal Shards und sowas. Ob die jetzt offiziell dazugehören oder nicht, das müsste man schauen. Aber der Ordner sieht wie der andere auch sehr nice aus. Und man kann die Sammlung besser, ja, auf Seite räumen. Hier haben wir dann drei Booster Packs mit jeweils 8 Karten drin, sind insgesamt 24. Ich würde sagen, wir beginnen direkt mal mit dem Rippen des ersten Boosters und schauen mal, was wir drin haben. Wir haben ja bei einigen der anderen Videos schon einiges an Booster aufgemacht. Ich glaube, wir hatten sogar auch schon mal Series 2 Booster dabei gehabt. Da müsste ich dann nochmal schauen, wo ich sie hingeräumt habe. Dann kann ich sie auch direkt in den Ordner einräumen. Denn umso schneller wir das Set vollständig haben, desto besser. Umso eher können wir dann auf das nächste Set gehen. Denn ich habe mir überlegt, wir beginnen ganz einfach rückwärts. Das heißt, Reloaded war das letzte Set von Fortnite, was bisher rausgekommen ist. Das haben wir nun vollständig. Also würde ich sagen, das nächste Set, was wir versuchen vollständig zu kriegen, ist Fortnite Serie 2. Und gehen dann zu guter Letzt zu Fortnite Serie 1, die am ältesten ist. Dementsprechend auch am schwierigsten dran zu kommen und auch am teuersten. Aber wir sind jetzt bei Series 2 und dort beginnen wir jetzt. Wir haben Spike Clone H8. Ich habe das Ganze auch irgendwie falsch herum, also drehen wir das Ganze noch einmal rum und beginnen mit dieser schönen Dame hier, die die Nummer 6 hat, Birdie. Dann haben wir die Nummer 38, Verge. Hier haben wir Flatfoot mit der Nummer 78. Wir haben hier einen Soldier namens Sledge. Das ist die Nummer 66. Wir haben einen Fußball-Zombie aus der Zombie League. Burial Treat mit der Nummer 74. Dann haben wir Guan Yu, ist ein Epic-Outfit mit der Nummer 130. Und zuletzt haben wir Scorcher Epic Harvesting Tool mit der Nummer H37.
Das war das erste Booster Pack. Weiter geht's mit dem zweiten. Wir nehmen einfach mal das braune Bananenbooster zuletzt und dann schauen wir uns das Ganze mal an, was hier alles drin ist. Ich bin echt gespannt. Also Fortnite Reloaded bestand aus 315 Karten. Das haben wir ja relativ schnell vollständig bekommen. Ich bin mal gespannt, wie lange wir jetzt brauchen, um Fortnite Serie 2 vollständig zu bekommen. So, es geht weiter mit Sergeant Sigil. Ist die Nummer 30. Wir haben Cole mit der Nummer 11. Jade Racer mit der Nummer 83. Wir haben PJ Pepperoni mit der 62. Wir haben Riley mit der Nummer 91. Und wir haben das coole Skelett Jule Trooper mit der 170. Hier, was ist das denn? Marshmallow-Kämpfer oder was? Oder den Bow Bros mit der 149. Und wir haben Nighty Knight, die Waffe mit der H19. Das war das zweite Booster. Nun kommen wir zum dritten. Also wie gesagt, hier auf den Boostern sieht man nochmal. In jedem neunten Pack soll eine legendäre Karte sein. Eine Holo in jedem neunten Pack. Und Opti-Chrome Holo in jedem 18. Pack. Dann schauen wir mal. Opti-Chromes sind also wahrscheinlich aus den Booster-Packs die am schwierigsten zu bekommenen Karten und Holos und Legendaries danach. Und die Crystal Charts, die bekommt man halt nur in den Mega-Blaster-Boxen. So, weiter geht's mit Kaution. Hat die Nummer 43. Wir haben Pastel mit der Nummer 25. Bravo Leader mit der 52. Hugo Glasses On mit der 85. Wir haben Tigress mit der 103. Wir haben Big Shuggers mit der 151. Wir haben Verge in Optichrome. Das hier ist eine Optichrome, das sieht man, weil das Ganze ist nochmal einmal so gestanzt ähnlich und so umrandet. Das Ganze, also so glaube ich, das waren die Optichromes. Die Karte ist auch um einiges schwerer als die normalen Karten, wenn man sich das Ganze vergleicht. Dicker sind sie auch ein ganz minimales Stück, aber sie ist auf jeden Fall um einiges schwerer. Und wir haben einen schönen Hit. Noch einmal hier für euch. Sehr schöne Karte. Verge mit der Nummer 38. Und dann haben wir hier Holy Hedge Fortnite Location M4. Ja, das war das Opening Fortnite Serie 2. Das wird auf jeden Fall das nächste Set sein, was wir von Fortnite versuchen vollständig zu bekommen. Ich würde sagen, switch die Kamera und kommen wir zum Ende. Das war das Fortnite Serie 2 Opening. Ja, das ganze Fortnite ist schon heftig. Ich habe damit eigentlich nicht gerechnet, dass ich so dermaßen da drin bin und jetzt unbedingt alle Sets vollständig haben wollte. Es war eigentlich einfach nur ein Jux und Dollerei Opening am Anfang. Aber ja, jetzt will ich unbedingt alles vollständig bekommen. Wir haben, wie gesagt, heute Fortnite Serie 2 geöffnet und wir haben auch eine schöne Optichrome Holo gezogen. Die Karte ist wie gesagt schwerer als die normalen Karten. Wir haben einen richtig schönen Ordner, wo wir die ganzen Karten einsortieren können und das werden wir auch tun. Mal schauen, wie viele Karten wir am Ende dafür benötigen, um ihn vollständig zu bekommen. Wie viele Karten es am Ende sind, wie selten sie sind, wie schwer sie zu bekommen sind. Und natürlich, wie lange wir brauchen, um das Ganze vollständig zu bekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, nicht vergessen, Daumen nach oben da lassen und den Kanal abonnieren. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal zu einem weiteren Fortnite-Video auf meinem Kanal. Ciao.